Hallo Leute, in Folge unseres Let's Plays mit mir und Metedor habe ich mir überlegt, was für ein Texture Pack nehmen wir denn? Da habe ich mir gedacht, ja gut, suche ich ein paar raus und lasse euch entscheiden, was ihr gerne für ein Texture Pack hättet. Ich habe hier einmal diverse rausgesucht, von denen ich dachte, ja, die könnten ganz interessant sein. Natürlich gibt's da erstmal das normale Texture Pack, was ich euch nochmal zeige, solltet ihr darauf noch nie gespielt haben oder allgemein Minecraft noch nicht kennen. Ich bin jetzt einfach mal in so einer kleinen Versuchswelt und ihr seht hier, so sieht das alles mit dem normalen Texture Pack aus. Das hier muss ich nochmal reparieren, das hat nichts damit zu tun, ist mir TNT hochgegangen, weil ich nicht weiß, dass es TNT ist. Ja. Was ist denn jetzt schon wieder? Naja. Hier sind jetzt noch die anderen Gegenstände alle. Ich weiß gar nicht, was Chain jetzt ist. Das könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust drauf habt. Also, das sind so ungefähr die Sachen, wie die aussehen. Dann wieder zurück. Texture Pack. Das Bordercraft 64. Das ist auch, wie ich finde, ein richtig geiles Texture Pack. Aber ich entscheide nicht, ihr müsst entscheiden. Jetzt warten wir wieder, bis das alles aufgebaut hat. Et voilà. Hier sieht das alles gleich um eine Spur realistischer aus. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist teilweise der Sandstein. Aber so sieht das aus. Hier TNT. Blumen, Rosen, Eimer, alles Mögliche. Kekse. Ultimate Fist sieht immer noch aus wie ein Köcher, aber das ist egal. So. Könnt ihr euch alles aussuchen, also Diamant, Schwerter, alles dabei. Dann gibt es hier das Cubecraft. Das scheint eher ein bisschen, na, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, ohne zu hart zu klingen. Sieht ein bisschen schmierig aus, finde ich. Aber wenn ihr wollt, dass wir das nehmen, dann nehmen wir das. Das sieht hier so aus. Im Inventar. Gut. Das R-Pack. Da muss ich so sagen, das ist nicht mehr in seinem Originalzustand. Ich habe noch ein bisschen dran rumgespielt. Denn es gab da zwei Sachen, die mir nicht gefallen haben. Die habe ich dann mal schnell selbstständig geändert. Na. Alle, die das... Na gut, das hier habe ich jetzt vergessen zu ändern. Das werde ich natürlich noch machen dann. Diese komischen Fackeln hier. Ah. Ja, hier Gravel hat mir nicht gefallen, habe ich den ein bisschen geändert. Aber die Fackeln, die nerven mich gerade ein bisschen schon. Werde ich mich wahrscheinlich nochmal drum kümmern. Ja, so sieht sonst das L-Pack hier aus und das lassen uns auch durchsichtig. Hm. Na gut, also L-Pack ist noch ein bisschen verbuggt. Ich glaube, das schmeiße ich gleich mal kurz raus irgendwie. Dann werde ich gleich mal... Nein. Werde ich gleich machen. Dann das Lumacraft. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es das war oder das andere, wo ich mir nicht erklären konnte, was da neu ist. Da. Denn irgendwie sieht es genauso aus wie das andere. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Aber, naja. Also ich würde sagen, das hier ist einfach der normale Minecraft-Look nochmal. Dann kommt als nächstes das Lord of the Ringcraft Zip. Da gucke ich jetzt zum ersten Mal gerade rein. Ich weiß nicht, wie das jetzt alles gemacht ist und sonst was. Da habe ich echt keine Ahnung von. Sieht schon mal interessant aus. Weil der Gravel sieht irgendwie leicht komisch aus. Wie sieht denn hier alles aus? Also man selbst sieht komisch aus. Die Schwerter und so weiter. Na, sieht eher alles aus wie mal eben schnell erstellt. Und es ist noch keine Textur für die Map da. Sieht also für mich so aus hier, als wäre das einfach mal schnell als Painterly Pack genommen und zusammengeklopst. Dann das Mieser 210. Das dürfte den meisten eigentlich bekannt sein. So, das zeige ich euch auch nochmal. Wir warten wieder, was er lädt und lädt und lädt. Und fertig geladen.
Hier sieht das alles so aus. Im Inventar. Hier haben wir auch wieder unseren ganzen Minebob. Minebob, falls sie dann hier so aus. Das wäre dann das Mesa Texture Pack. Dann geht es jetzt weiter mit dem Modern Craft Alpha 4 Zip. Das ist auch eins, was mir wirklich sehr gut gefällt. Auch wenn es immer ein bisschen länger im Laden braucht. So. Das sieht so aus. Ist kein HD-Texture Pack, wie ihr sicher seht. Gravel habe ich auch ein bisschen dran rumgefriemelt. Das gefiel mir auch noch nicht. Ja, und es hält halt alles ziemlich auf. So haben wir auch wieder unseren normalen Bob. Und diesen ganzen Kram wieder. Gunpowder sieht komischerweise SE auf. Iron Erz, Aurum, ja gut. Sulfur. Das ist aber nicht nur Schwefel, mein Freund. Naja, ja. Sieht ganz gut so aus. Ja, hier so sehen Leitern aus, Rails. Ja, dann machen wir weiter. Was ist denn das da oben, bitteschön? Okay. Ja, dann sind wir hier jetzt beim Redfix 5,0 Zip. Das sieht auch echt lustig aus. Das ist zwar alles etwas dunkler und ist alles, na wie soll ich sagen, ziemlich psycho. Aber es sieht echt saugeil aus, wenn man sich erstmal eingewöhnt hat. Dann guckt euch allein schon mal das Glas an. Nur irgendwelche Punkte, die Bäume und, na gut, Gravel, das ist glaube ich normale Erde. Ja, das weiß ich gerade gar nicht. So sehen wir aus. Hier so sieht es alles aus. Powered Rail, Detector Rail, Lava, Water. Die ganzen Schwerter, die sehen irgendwie voll geil aus, irgendwie so wie so ein Laserschwert oder sonst was. Das sieht hier natürlich auch richtig geil aus. Hier gucke ich auch gerade zum ersten Mal rein. Also das ist auch überhaupt nicht schlecht, das Pack. Dann, upsala, das nächste, was wir haben, ist wieder ein Star Wars Pack. Da habe ich auch noch nicht reingeguckt, das weiß ich auch noch nicht. Da warten wir wieder, bis es geladen hat. Ich glaube, das ist auch wieder ein HD-Texture-Pack, das weiß ich aber gerade nicht. Da muss ich gucken. Nein, ist es nicht. Sieht auch so ganz normal erstmal aus. Nur, dass wir hier jetzt einen komischen Jedi-Anzug anhaben. Detector Rail und so weiter wurde auch gar nicht berücksichtigt. Okay, das ist schlecht. Ein Papier sieht gleich komisch aus. Der Map ist auch noch nicht drin und Keks ist auch noch nicht drin. Naja. Wir haben auf jeden Fall zwei Sonnen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch was anderes haben. Moment. Time. Night. Das heißt, wir werden, ja, wir haben hier auch einen Todesstern als Dingsens. Ja, ach so, das ist Sand gewesen, das eine. Da muss ich mich jetzt erstmal reingehören. Was gibt es für Viecher hier? Nur kurz gucken. Okay, wie sehen denn die Creeper aus? Moment. Spawn. Oh Gott, ich kann nicht mehr schreiben. Creeper. Was weiß ich. 20. Huch. Spawn. Creep. Ja. Okay, das verschwindet hier sofort alles wieder. Geht denn das? Spawn. Giant. Nö, da verschwindet auch wieder. Also müssen wir jetzt warten, darauf habe ich keine Lust. Was haben wir denn noch so Schönes hier? Ja. Das Steamcraft Limmer Pack. Das sieht auch komischerweise wieder ganz normal aus. Muss ich mal gucken, ob es das auch wirklich ist. Und warten. Doch, ja, das sieht wieder aus wie das ganz normale. Hühnchen ist noch gleich. Ja, sieht aus wie das ganz normale. Ich kann also auch rausschmeißen. Und dann das John Scotty. Da habe ich nur einmal reingeguckt und ich habe Augenkrebs bekommen. Alle, die noch drauf Wert legen, dass sie ihr Augenlicht behalten, sollten jetzt dieses letzte überspringen. Und ja,
hoffen, dass sie das nie zu Gesicht bekommen. Das sieht so ähnlich aus wie dieses Rezept-Pack, nur wesentlich krasser. Die Türen sind anders, das hier alles in so einer Cyberfarbe. In der Nacht sieht das halt richtig geil damit aus. Und am Tag sieht das dann so aus. Auch wieder solche Bäume und sonst was. Ich gucke gerade, das ist Wasser ganz normal, ne? Die Kühe und so weiter haben sich aber meines Wissens nach nicht verändert. Dafür sehen die Schweine komischer aus. Ja. Also es liegt an euch, welches Texture Pack wir nun benutzen. Natürlich geht das auch an Metador, dass er mitentscheiden kann. Hier zum Beispiel finden auch schon wieder die dämlichen Krass-Animationen. Ja, er darf mitentscheiden, ihr dürft mitentscheiden, welches Texture Pack werden wir nehmen. Es liegt an euch, das zu sagen. Ich halte mich vollkommen raus, soll ich nicht sagen. Also ich habe schon einige meiner Favoriten. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme wieder. Tschüss.